Hallo, ihr Quirlinge! Der nächste Morgen ist regenarm und Jacks Ex-Allbestie von Xagor will die 5 Minuten, in denen es nicht regnet, dazu nutzen, sich mal Gedanken zu machen, wie er hier weiter erkundet. Also, die beiden Flächen habe ich. Ich habe aus der Fläche hier auch schon das Häuschen. Ich werde mal mit diesen komischen Einsiedlern hier reden, die hier hausen. Und hinter mir ist ein Händler. Tatsächlich. Ey, Keule, warte mal. Hallo. Ja. Munition. Ja, mit den Pfeilen. Alles andere ist mir Schnuppe. Danke. So, ich habe mir einen Marker gesetzt. Aber ich renne hier einmal um das Ding drumherum erstmal. Sofern ich das hinbekomme. Ist nicht so einfach. Und dann gucke ich mal, ob ich mit den Einzelnen da was machen kann. Vermutlich nicht. Wobei sie ja nicht böse sind. Also ich habe ja schon in Edan damals, am Anfang vom Let's Play ziemlich, in der Nähe der Hütte von, ach wie hieß der Kleine, Lennart und Geron, glaube ich, habe ich ja auch so ein Einsiedlerpärchen gefunden und die wurden dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr feindselig und zwar daraufhin dann auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr tot. Obwohl ich das gar nicht wollte. Aber wenn die einmal angreifen, kann man sie ja auch nicht wieder zur Raison bringen. In Gothic und Risen ging das ja teilweise mit irgendwelchen Zaubersprüchen. Vergessen und Witz und Schlaf und so Zeugs. Nee, Schlaf war für Clown. Aber Vergessen und Witz. Wenn einem jemand böse war, dann konnte man ihn da ihn vergessen lassen. Warum er böse war. Auf einen. So. Halt. Stress. Ja, hier ist im Berg jemand oder was? Kuckuck. Oh, du? Bist du das? Das war eine Fleischgrille. Aber hier wollte ich ja noch gar nicht lang. Ich wollte ja eigentlich dahin. Dahin und dann den Weg links rum und dann um die beiden Teiche zum Häuschen zurück. Um hier auch alles mitzukriegen. Ne, du warst das. Hier gibt es Mutanten. Aha, gut zu wissen. Eines Edex. Schön, schön, schön. So. Jetzt mal offiziell vorbeischauen. Hi, ihr zwei. Harry und Larry. Bitte lass uns hier in Ruhe leben. Nimm dir, was du brauchst und verschwinde wieder, bitte. Oh, du bist ja der Memme. Bitte, tu uns nichts. Wir versuchen doch nur friedlich hier zu leben. Nimm dir, was du brauchst und dann geh bitte wieder. Erzähl niemandem, dass wir hier leben. Ich bin euer Nachbar. Ich wohne mit dem Jungs da drüben an der alten Burg. Da wäre auch noch Platz für euch. Beziehungsweise ich könnte euch hier einen Schutz bereitstellen, wenn ihr dann eure Ackerbau und Viehzucht hier intensiviert, um euch selbst und das Lager mit Nahrung zu versorgen. Das wäre eigentlich das Naheliegendste. Dass man die ja quasi eingemeindet. So, gab's hier noch irgendwas? Truhe oder so? Nee, ja. Gab's hier nicht. Nee. Mit dem Haus bin ich durch. Ich muss noch einmal kurz zu diesen Teichen hier runter und dann noch über die Gipfel. Gibt's hier Pilze? Pilzis? Ich werde euch finden. Ja, oder auch nicht. Ne, ich werde euch nicht finden. Gut, versteckt euch weiter, Pilzis. Hier oben war aber noch ein Kraut, genau. Und vielleicht ist ja da oben auch noch was. Ah, da ist schon mal eine Assel. Ein Rattenassel. Und gibt mir was. Vergiss es.
Aber da oben ist sowieso nichts. Dann vielleicht noch da auf dem Felsen und dann war's das ja quasi schon. Jo, da ist nix. Und da bei den Bäumen. Alles weg. Jo, alles weg. Gut, bevor ich jetzt hier die nächste Fläche angehe, werde ich die schöne Stille hier, es regnet ja gerade nicht, mal dazu nutzen, mir diese Bohnenliebe-Dinger nochmal alle in der richtigen Reihenfolge anzuhören. Einfach nur, um im Hinterkopf zu behalten, wo ich vielleicht was machen muss, was hören muss, was tun muss, weil die Quest ist ja noch offen. Ich nehme an, dass mich das nach Ignadon führt, weil ich in Ignadon das letzte Ding gefunden habe von denen. Meine ich so. Also nochmal hier. Okay, zeichnet das Ding schon auf? Ja, aber wozu soll das gut sein? Damit die anderen wissen, wohin wir aufgebrochen sind. Wenn sie diese Nachricht finden, können sie unserer Spur folgen. Du willst Chad also wirklich suchen? Natürlich, wir können ihn doch nicht hängen lassen. Na klasse, da finden wir einen halbwegs sicheren Ort und dann haut der Sack ab. Meckern bringt uns auch nicht weiter, also pack deine Sachen. Schon gut, wohin brechen wir überhaupt auf? Goliath. Zu den Berserkern, wenn das mal gut geht. Okay, zwei Typen suchen jemanden namens Chad. Mehr habe ich daraus nicht rausgehört. Und Goliath war ja dann nur der Hinweis, wo man wohl das nächste Ding findet. Also Goliath hier. Hallo, läuft das Ding? Irgendwie kapiere ich das noch nicht so ganz. Vorsicht, die Leute hier mögen keinen technischen Kram. Schon gut, also fassen wir mal zusammen. Chad war hier und wollte sich den Berserkern anschließen. Richtig? Richtig. Aber er hat wie immer auf dicke Hose gemacht. Auch richtig. Tja, und dann hat er volles Fund aufs Maul bekommen und wurde aus der Stadt geschmissen. Exakt. Und wo sollen wir ihn jetzt suchen? In der Wüste. Wenn die Berserker ihn nicht nehmen wollten, denkt er vielleicht, er kommt bei den Outlaws unter. Gut, bezahlen wir den Wirt und hauen ab. Oh, den Wirt. Sag mal, haben das Piranha-Bytes-Mitarbeiter gesprochen, weil... Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber so nach professionellen Sprechern hört sich das nicht an. Und dieses Wirt, das klingt auch so ein bisschen ruhrpottisch. Und Piranha Bytes sitzt ja, glaube ich, in Bochum oder so, glaube ich. Weiter. Also ich habe jetzt hier nichts gehört, außer sucht weiter bei den Berserkern. Immer noch Suche nach Chad. Hast du was herausgefunden? Ja, Chad war vor einer Woche hier, ist aber wieder abgehauen. Hast du auch erfahren, wieso? Du weißt doch, dass er Angst vor Frauen hat, oder? Ja, aber das ist doch kein Grund, die Beine in die Hand zu nehmen. Das nicht. Aber man hat ihn dabei erwischt, wie er an der Unterwäsche der Prostituierten geschnüffelt hat. Was zum Teufel stimmt mit dem Kerl nicht? Keine Ahnung, aber wir müssen ihn finden, bevor er noch sein eigenes Grab schaufelt. Versuchen wir es also bei den Klerikern. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht. Hm, habe ich jetzt auch nichts rausgelesen. Das hier ist die letzte Aufzeichnung. Ich gebe es auf. Ach komm schon. War doch klar, dass die Kleriker Chad vor die Tür setzen. Der Kerl ist das totale Chaos. Kein Wunder, dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Ja, aber wo sollen wir noch nach ihm suchen? Vielleicht ist er nach Norden aufgebrochen. Zu den Alps. Wenn er denkt, ich friere mir für ihn die Eier ab, dann hat er sich geschnitten. Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen? Was du nicht sagst. Ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen. Hm. Das klingt jetzt für mich danach, als würde ich in Xarkor erst irgendwo was finden, weil es gibt ja 5 Länder. Ja, bekannte Art, Abessa als neutrales Land, dann die 3 Länder für die 3 Fraktionen und dann das Land der Alps Ark. Also 1 plus 3 plus 1 sind 5 und ich habe jetzt 4 Nachrichten gefunden, 1 aus jedem Land, außer aus Xarkor und das letzte Tonband sagt, dass er vielleicht dahin aufgebrochen sein sollte und könnte. Deswegen glaube ich, dass ich in Xarkor irgendwo was finde. Wenn ich dann Xarkor erkunde, wird das irgendwann gefunden werden. Also ich muss jetzt hier nichts tun in Abessa, glaube ich. Okay, achso, ja. Tourenplanung. Ich war jetzt hier und ich war da. Jetzt will ich mir diese Ruine hier anschauen. Da, wo die Mutanten sind. Und gleich, wo die Mutanten waren, natürlich. 2 sind schon weg. Der nächste wird gleich folgen. Oh, hier ist ein Apfel.
Saftig und fresh. Ein Apfelbaum, tatsächlich. Hier kann man also, Äpfel sich holen und Apfelschnaps machen. Im Baum selber sind aber keine Äpfel. Nur welche von der letzten Saison, die hier rumliegen. Noch einer hier. Achso, ich behalte die mal... Nee, mach das so. Ich habe hier mittlerweile die dritte Sonnenbrille, die mir auch die Mutanten auf der Karte zeigt. Zumindest auf dem Radar. Wenn da noch welche sind, da unten... Ach, das ist wieder so ein dicker. Tempo! Ich hatte ein paar Schwierigkeiten zwischendurch. Aber alles im Lot. War das hier ein Bergwerk oder was? Weil hier so verschiedene Schächte weggehen. Und da oben ist so eine Art Förderturm vielleicht. Hier liegt was. Elixit. Starker Energiespeicher immerhin. Schwefel. Elektroschrott. Hier ist zu. Da drüben ist auch überall zu. Mutanten gibt es ja nicht mehr. Es war nur eine Fleischquelle und ein Rottmolch. Ist ein bisschen wenig. Aber warum waren die da? Und irgendwo hier ist eine Steinklaue weggerannt. Aber ich glaube, da kam der Händler vorbei und der Händler hat die umgehauen. Oder? Steinklaue, wo bist du? Ein im Gebüsch festklemmender Hornwolf. Jo. Da. Turm. Bergwerk? Fragezeichen. Beute? Nochmal Fragezeichen. Na, irgendwas muss hier sein. Komm. Ah ja, diese Steinklaue, die hat der Händler totgehauen. Es sei ihm gegönnt. Oh. Der kommt da nicht hoch. Der kommt hier nicht hoch. Mann. Ich habe die Objektbrille auf. Ne, habe ich nicht. Was für eine Brille habe ich auf? Ach so. Hust. Metallschrott. Guter Becher. Da oben liegt irgendwas. Ja, aber es ist nicht viel. Aber immerhin. Wie komme ich denn da hoch? Die Treppe. Es gibt keine Treppe mehr, oder? Gibt es eine Leiter? Hier kommt man rein und dann ist da oben... Geht nur so. Ganz hier oben. Da konnte man den Berg... Ach, jetzt komm, Held. Irgendwann reicht's auch mal. Da konnte man den Bergtroll auf den Kopf pinkeln. Aber ansonsten... erfüllt das gar keinen Zweck. Wie komme ich denn hier auf diese Plattform hier unten? So, das sind Zigaretten, das lohnt sich wieder. 20, 20 und dann hier 200, Krug. Großer Exitbeutel, aha. Nichts Bemerkenswertes. Ja, gut. Dann kann das weg. Wie gehe ich denn weiter vor? Also die kleine Ecke habe ich. Jetzt gucke ich mir hier das an. Und dann das, wo dieser zweite Teich ist. Ich muss also quasi nur hier geradeaus weiter. Hüpf. Da oben glaube ich, ein Kraut erspäht zu haben. Auch mit der falschen Brille. Tatsächlich, eine Nordranke. Och, Held, Mensch. Du hast aber so viel Schwung. Hier.
nochmal was. Ist es sinnvoll, mit der Objektbrille hier lang zu laufen? Das ist eine gute Frage. Wo ist mein Marker? Da ist mein Marker. Hier oben irgendwo. Ich glaube. Na, ihr wisst, was ich jetzt mache. Brillenwechsel. Das ist ja alles Quatsch hier mit der Objektbrille. Wenn überhaupt, gibt es hier Kräuter. Und Viechter. Aber die Viechter habe ich schon alle aufgescheucht, würde ich mal behaupten. Ja, hier wieder so ein lauschiger Hain. Samtassel. Kuckuck. Ah, genau. Das Federvieh lebt gefährlich. Aber sicher. Das ist ein Widerspruch, stimmt. Aber Gewirrplays sind Geschichten voller Widersprüche, ne? So. Ach Mensch, komm nicht hier Felsen und hängen bleiben, ist alles Quatsch. Nimm dir, was du brauchst. Lass uns in Frieden leben. Jo, ich hab hier alles. Exakt. Also die beiden Dinger wollte ich jetzt auch abhaken. Dann hätte ich jetzt hier dieses komische Ding noch und dann das hier. Ich mache erstmal das hier, weil ich jetzt gerade hier bin. Ne? Das klingt irgendwie logisch. Zu logisch, um es nicht genauso zu machen. Noch eine Mana-Pflanze. Die Mana-Kräuter verkaufe ich übrigens alle. Die kleinen, die mittleren, die großen, die mächtigen. Weil ich ja kein Mana brauchen werde, also auch keine Mana-Tränke rühren muss. Auch die Mana-Tränke verkaufe ich. Und bisher habe ich auch, wenn ich irgendwelche Dinge basteln musste und aufgewertet habe, Waffen, auch niemals Mana-Tränke gebraucht, sondern allenfalls pures Mana, das ich nicht verkaufe. Aus genau dem Grund, dass ich das vielleicht für irgendeine Queste oder irgendein Handwerksding noch gebrauchen kann. Aber Mana-Tränke und Mana-Kräuter, das kann alles weg. Das müllt mir nur das Inventar zu. Ich bin schon bei meinem Marker. Geht ja schnell. Das ist aber auch eine kleine Fläche. Und das da hinten ist wieder eine Burgruine. Aha. Also wenn ich jetzt hier bin, dann einmal, tja, einmal da lang. Und dann würde ich eine Runde drehen. Und dann habe ich es doch schon fast wieder. Blümchen. Feuerkraut. Feuerkraut finde ich viel. Ja gut, man hätte auch, jetzt fällt mir gerade ein, bei dem Kampf gegen die Alps in der Kuppelstadt, hätte ich auch mal schlauerweise vorher irgendwas essen und trinken können, was den Helden weniger feueranfällig gemacht hätte. Weil, dass man von diesen Flammenwerfern der Alpsoldaten getroffen wird, ist ja nicht wirklich gut zu vermeiden. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man mit dem eigenen Flammenwerfer kämpft, was natürlich auch eine blöde Idee war, wegen Brennstoff. Und wegen nicht ausweichen können, habe ich dann auch schnell wieder sein lassen. Aber auch mit der normalen Wumme gegen die Alpsoldaten mit Flammenwerfer wird man halt doch immer wieder getroffen. Vor allen Dingen dann, wenn es mindestens zwei Alpsoldaten sind, die mit dem Flammenwerfer kämpfen. Das ist der Outlaw-artige Händler, den muss ich nicht nochmal anschauen. Den muss ich nicht nochmal anhauen. So, ich werde jetzt hier mal ein Ründchen drehen. Dahin und dann nach Süden weg, dem Weg folgen. Und vor allen Dingen Kräuter pflücken. Das, was ich hier in gefühlten 90% der Zeit mache. Und trotzdem guckt man ins Inventar und denkt, du hast erst 70 irgendwas Kräuter? Hm. Gefühlt hast du schon 700 davon gepflückt. Aber eben wohl doch nicht. Es gibt wohl doch zu viele verschiedene Kräuter, als dass ich das zu so einer Zahl summieren würde.
Aber auch das geht schnell. Dann kann ich vielleicht sogar noch... Na, nee, das mit der Ruine wird zu knapp. Mal gucken, wie es geht. Wahrscheinlich werde ich mir die Ruine da, die Burgruine, dann für die nächste Episode aufheben. Damit ich das nicht unnötig zerschneide. Ah, du brauchst ein Rachengold, mein Lieber. Okay, hier nochmal oben lang. Und dann Haken dran. Gleich zwei. Mächtige Heilpflanze. Wolfskraut. Oh, Hornwölfe. Richtig was los hier oben. Naja, zwei. Fakale sind's. Wenn du nur drohst und nicht angreifst, dann verlierst du auf alle Fälle. Sogar ohne Ehrentreffer, mein lieber Schakal. Ganz oben hier noch. Und wieder dieser Soundbug, ich verstehe es nicht. Wo bin ich? Ich bin jetzt hier quer durch diese Fläche gedüst. Ich glaube, die kann ich auch abstreichen. Da ist auch nichts mehr gewesen. Als nächstes käme jetzt wirklich das da dran. Ich hätte noch dieses kleine Ding hier. Das ist nur so eine Treppe und das ist so ein Turm halt. Ich glaube, das mache ich in dieser Episode noch, damit das auch weg ist. Ich muss ja im Grunde genommen nur zum Marker und dann zum Turm laufen. War zum Strommast. Jo. Der ist ja nichts übersehen und das hier ist schon die Fläche. Da unten bin ich schon lang, da ist nichts mehr. Wenn ich gut gespielt habe, da. Der ist interessant. Da war ich drauf, richtig, genau. Hat der Kletterpunkte? Also Kletterhilfen oder wie ist das gemacht bei dem? Oh, dieser Bug. Oh, Mann. Der hat keine Kletterhilfen. Und sieht noch sehr intakt aus. Gut, die Spitze fehlt. Ich glaube fast, auf den kommt man nur dann hoch, wenn man vielleicht von der obersten Burgspitze aus... Ah, oh, ist aber weit. Gute Gabel. Krug. Elektroschrott. Aber hier zu klettern ist halt extrem schwierig. Man könnte versuchen, da immer auf diesen Böppeln zu landen. Weiß aber gar nicht, ob das überhaupt geht. Also ob es geht, wenn der Turm so noch lotrecht steht. Toll. Man kann von unten schon mal dranhängen bleiben, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das spricht für ihre Stabilität. Nee. Wenn der so steht, man müsste auf diesen Dingern hier landen. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da braucht man 100 Versuche pro Stück. Das geht so nicht. Wenn man einmal auf dieses Gitter da hochgekommen ist, da wo es zu den Ästen geht, dann geht's vielleicht. Wobei ich mich gerade frage, ob das Gitter überhaupt immer da war. Das kommt mir so unbekannt vor. Das gibt es ja auch nur hier, also da auf dem untersten Ast und hier auf dem zweituntersten Ast, auf dem mittleren Ast. Das ist doch irgendwie bemerkenswert. Ich glaube ja fast, das ist eine Einladung, dass man irgendwie von dem Burgberg aus es schafft, darüber zu gleiten.
Dann wäre man da, könnte man da langlaufen und dann auf das andere Ding hoch und könnte ein Ding einsammeln, was dann da oben am Ende des zweiten Gitters liegt. Oder noch eins drüber oder so. Genau, das ist mein Verdacht. Und ob der stimmt oder nicht, das werde ich rausfinden, wenn ich mir die Burg anschaue. Ich glaube, ich gehe mal den offiziellen Weg. Also dahin. Und dann das hier scheint die Zugbrücke oder die Straße zum Tor zu sein. Bis dahin bringe ich euch noch und dann ist die Episode hier zu Ende. Und dann habe ich, glaube ich, allmählich jetzt über die Hälfte des Hochlands von Abessa erkundet. Zeit wird es ja auch allmählich. Gerade so diese Gebirge der letzten Episoden, das hat echt viel Fläche gebracht. Ach komm schon, Jax, Mensch. Ah ja, hier ist echt so ein Burggraben, richtig. Das heißt da oben, ich wollte eigentlich jetten. Hier oben. Oh, da ist nicht einer. Nicht gut. Gar nicht gut. Banditenanführer. Okay, es gibt also derbe aufs Maul. Für mich und für Banditen. Banditenanführer sind garstig, aber das heißt auch, da kann ich einiges an Loot abstauben in diesem Ding. Mutmaßlich. Oh. Ja, komm. Beißer und Reißer, bäh. So, hier noch, komm, schnell. Zack. 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 So, und liebe Gewehrlinge, wie viel Loot das genau sein mag. Da drinnen, oh, hier gibt's Äpfel. Ganz viele. Also, wie viel Loot das genau sein mag da drin, das sehen wir ab dem nächsten Teil. Bis dahin.